In dem Moment, wo man eine Substanz zu sich nimmt, sei es Alkohol oder Drogen, reagiert das Gehirn sowohl auf die unmittelbare Intoxikation und wenn die Substanz häufiger eingenommen wird, dann gibt es Anpassungsmechanismen. Sprich, das Gehirn versucht immer, sich an die eingenommene Giftmenge zu gewöhnen. Das merkt der Einzelne daran, dass er die Dosis steigern kann und möglicherweise mehr braucht, um einen intensiven Rausch wahrzunehmen. Auch wenn man nur wenig Alkohol, aber regelmäßig trinkt, passt das Gehirn sich an und man merkt es möglicherweise daran, dass man ängstlicher wird oder ein bisschen depressiver wird, wenn man die Substanz nicht zu sich nimmt. Und wenn man das immer wieder in sehr großen Mengen zu sich nimmt, also es finden ständige Anpassungsmechanismen statt und die machen es natürlich auch schwierig, dann irgendwann von der Substanz wieder komplett zu lassen, weil das Gehirn sich angepasst hat an die Wirkung.